Und jetzt hier ganz spezielle Booster nochmal zu diesem 25-jährigen Anlass. Diese Boxen natürlich auch bei den Freunden von Gates zu finden, wie auch alles zu Magic, One Piece und Co. Könnt ihr gerne reinschauen, auch da ein bisschen sparen. Vielen Dank für die herrliche Box auch hier. Immer noch echt schicke Verzierungen, ja. Auch hier ikonische Monster, die man auf jeden Fall kennt, wenn man sich irgendwann mit der Materie befasst hat. Also ist nicht wie bei diesen Pokémon-Ass-Trainer-Boxen und so, dass wir jetzt irgendwie sagen könnten, okay, wir haben noch ein paar Marken, wir haben noch eine Signature-Card und so dabei. Nö, das ist wirklich nur, Box ist offen. Ja, außen schöne Artworks so mit ikonischen Karten. Aber dann ist hier ein bisschen Plaste, da sind die Booster drin und drunter ist auch nichts. Womit werden wir anfangen? Ich sage mit was richtig Geilem. Naja, fast. Das riesige Ballspiel. Okay, erstmal schön die Heuschrecke da kaputt werfen. Sind aber auch Karten, die man kennt, ne? Ganz viele ältere. Nice one. Wir haben die Gierdose. Felsflip-Effekt. Wir haben außerdem Jurassische Stärke. Das sind schon wieder alte Karten, die man kennt. Das ist ja toll. Die hatte man früher sogar in den alten PlayStation- und Gameboy-Spielen zum Teil dabei. Der mentale Empfänger ist mit drin. Psi-Empfänger. Wow. Was bist du denn? Die sind ja toll. Die Kiddies. Wow. Na, da habe ich ja gleich den Hauptgewinn gezogen, oder? Süße Kätzchen. Ungeheuer-Effekt. Mit Angriff und Verteidigung können sie nicht glänzen, aber das hat ja eh keine Bedeutung, sage ich. Mystisches Ungeheuer des Waldes. Schön. So sieht man sie gern erstrahlen, oder? Wir haben außerdem die Führung des Horus. Wow, schön ägyptenmäßig angehaucht. Ja, also noch mehr Ägypten als der Kollege geht eigentlich, nicht wahr? Der ist ja ein halber Boss aus Assassin's Creed Odyssey, sage ich. Wow. Was ist jetzt los? Sauron spielt mit. Der starre Blick. Ey, das ist eine von den Karten, wo dieser Glitzereffekt aber nochmal anders heftig kommt, oder? Als wärst du drin in irgendeinem Bosskampf und gerade schießen sonst was für Laser auf dich zu. Heftig. Kommt sehr, sehr böse mit dem Effekt. Johohoho. Was? Wo wir von heftigen Effekten reden. Die muss ich ja erstmal ein bisschen so drehen, damit wir es ohne diese heftigen Effekte sehen. Transaktion widerrufen. Ey, sobald ich die so reindrehe. Wow, das ist ja, als wenn du eine Disco-Kugel ablegst. Da haben sie aber Vollgas gegeben, du. Heftig, als fliegst du in irgendeinem Sci-Fi-Game durch den Sternennebel. Krass. Arx mit der 5 dabei. Vielen lieben Dank. No way. Ey, am Anfang wurde noch drüber gescherzt, ne? Aber das ist ja wirklich das Deck, das ich früher gespielt habe. Nein! Das ist mein Kanonendrache! No way! Das gibt's ja nicht. Was ist denn los heute? Oh, ich freue mich voll. Wie cool er ist. Wie schön er aussieht. Ich glaube, in dem Artwork hatte ich ihn auch nie. Maschine-Fusion. Aber besser ging's jetzt nicht. Ey, in jedem zweiten Yu-Gi-Oh!-Video erzähle ich, wie ich die früher gespielt habe. Und da ist er. Das Herz der Karten, Leute. Geht, Sadie. Dankeschön. Da ist es einfach. No way! Die Karten wollen dir damit sagen, dass du nie wieder sagst, wir ziehen keine Rare. Das stimmt. Ich muss noch mehr believen, Leute. Das ist der Schlüssel. Markiert widerfahren, der Mäuserritter, der Kometengeneral, Alter. Was für Namen, der sieht aus wie ein verdammter Endboss von God of War oder Dark Souls, vielleicht beides. Vader Kalanta ist mit am Start. Und dann sind wir durch mit dem ersten Pack. Alter, das war ja der anders heftige Pull. Was zum Teufel, bin ein bisschen verliebt jetzt, ne? Bisschen verliebt, sage ich. Das Herz der Karten hat Mitleid, als du neulich deine Karten gezeigt hast. Meinst du, ist ein Blue Eyes drin? Wäre heftig. Würde ich auf jeden Fall nicht nein sagen. Bin ich ehrlich. So ein weißer Drache, der ist natürlich immer noch mal besonders cool. Ja, oder einen schwarzen Magier, so diese ganz alten Klassiker ziehen. Also da rutscht mir das Herz schon so ein bisschen in die Hose, ne? Da läuft eine Freudenträne am Bein runter, sage ich euch. Bestrafung der Schwertseele.
Da geht wieder einiges ab hier auf den Karten-Artworks. Tenshi ist dabei. Jawohl, wir haben Mikanko Geisterlauf. Sehr schick. Wir haben den Sinnet-Schaltkreis. Futuristisch. Es geht schon los mit dem Geleuchte. Tränenklagen. Boah, das könnte aber auch was aus Final Fantasy sein, oder? Wenn so rechts die Credits runterlaufen. Sehr schön. Fast schon ein bisschen zu hübsch bei all den wilden Monstern, ja, die wir sonst so ziehen. Heiliger. Wie war das mit der Isselmenge los auf den Karten? Geflügeltes Ungeheuer, ja, das erkennt man auf jeden Fall. Krass. Dem will man lieber nicht im Dunkeln begegnen, ha? Heftiger Kollege. Wir haben, oh, die kenne ich noch, die Erdgebundenen. Ja, da hatten wir auch schon mal einige von. Da fand ich das immer ganz schick mit diesen runenartigen Mustern. Unterwäldlerfusion. Ja, kommt böse, würde ich sagen. Sehr, sehr fett. Und wir haben außer die Erdkanalisiererin. Die hat auch ein paar süße Tierchen dabei. Die gibt's auch schon länger, oder? Diese Magic Girls mit so Tierbegleitern. Da gab's sogar ganz früher schon einige, wenn das nicht sogar eine von denen ist in einer anderen Form. Da meine ich auch mit Feuer und Erde und Wasser. Und alle hatten sie niedliche Tierchen dabei. Großer Fan gewesen. Jo, hier explodiert's ja wieder komplett in die Fresse. Junge, dann muss ich immer erstmal rausdrehen, um ein bisschen was zu erkennen. Sogar die Schrift oben ist so am Glitzern. Da brauche ich erstmal neue Brille, weil die Gläser einfach gesprungen sind hier beim genauen Hinsehen. Aber kommt natürlich böse, ne? Da haben wir wieder so viele schöne Linieneffekte. Das addiert sich ganz wunderbar auf bei solchen Designs. Großer Fan. Da wurde alles an Restglitzer aus dem Kunstunterricht einmal drüber gehauen, ja? Geil. Big Fan. Vergnügliche Attraktion, Nervenkitzelzug. Ja, den Polarexpress hatte ich ein bisschen anders in Erinnerung, aber würde ich mir auch reinziehen, diese Folge. Neue Grenze. Wir haben die Ziffernstörung und wir haben die Bestrafung, da sind wir wieder vorn. Ja, auch fett, aber natürlich nicht vergleichbar mit dem Draw von gerade. Also das war ja Next Level, sein Urgroßonkel. Bitte helfen Sie mir. Bin gespannt. Wir starten mit dem Kartenscanner. Sehr sympathisch, dem würde ich meine Karten definitiv anvertrauen. Wir haben die Chaos-Sinnestäuschung. Wir haben, yo, den Sternritter, Sternzeichen Kundler Hermesstab. Ey, die Ritter habe ich, glaube ich, so noch nicht gesehen. Das wäre jetzt der zweite Kollege in so einer fetten Rüstung, den wir ziehen. Hexer XYZ-Effekt. Die kenne ich gar nicht, die sehen ja ultimativ geil aus. Wir haben früher ganz gern, wenn wir Langeweile hatten und uns nicht immer und immer wieder nur duellieren wollten, dann sind wir mit Stöckern im Wald und haben dann Karten quasi ausgespielt und dann so getan, als würden wir gegen diese Karten kämpfen. Ja, ein bisschen schön in der Luft mit den Stöckern rumhauen. Und ich glaube, hätten wir gegen den gekämpft, dann wären wir im Wald einfach kaputtgeschlagen worden. Von dem Gedanken an diesen Krieger. Was ist das denn? Fusionsduplizierer? Yo! Dem würde ich meine Karten anvertrauen. Was hat er denn an? Das ist ja eine alte T-Mog-Legende, du. Geil. Wir haben außerdem eine wundervolle Maschine. Rettungsass. Oh, von diesen Ass-Karten, ja. Der Feuerangreifer. Da hatten wir auch ganz viele in einem der letzten Displays. Da waren auch richtig coole dabei. Big Fan, das Kampfmotorrad. Ich glaube, damit kommst du nicht durch den TÜV. Das könnte knapp werden, aber gut, wenn der TÜV den falschen Knopf drückt, dann ist der TÜV auch einfach nicht mehr da. Also 50-50, vielleicht doch durchzukommen irgendwie. Kampfmotorrad, sehr, sehr fett. Yo, Disparta. Was ist denn da schon wieder los? Ich weiß noch nicht, ob ich es geil oder nur creepy finde, was ich da sehe, aber es ist ein Drache. Okay, es ist nicht mal Unterwäldler, es ist ein Drache. Ich glaube, so erkennt man immer ohne Glitzern erstmal ein bisschen mehr. Aber diese Handauswüchse, ich glaube, ich bleibe bei verstörend. Also träumen muss ich von dem nicht. Aber sehr geil, wie doch das Glitzern im Hintergrund dafür sorgt, dass gerade der Kopfbereich nochmal ein bisschen nach vorne gehoben wird. Sehr, sehr stylisch. Wow, was ist los? Yo, Junge, okay. Das kommt natürlich auch sehr gewaltig.
Drache des Lichts und der Finsternis. Ja, auch so macht er schon gut, ne? Mit diesem wunderbaren Kreis um sich rum. Sehr schönes optisches Mittel. Und dann das gewaltige Glitzer. Drache-Effekt. Geil. Naja, ich wollte ja einen weißen Drachen, oder? Irgendwie habe ich ihn bekommen zur Hälfte. Nicht schlecht. Wir haben Meteorsturz dabei. Außerdem Veda Kalanta hatten wir, glaube ich, schon. Wir haben die Vorhut des Untergrundkaisers. Was wird's jetzt hier? Ein bisschen Kisulu-Mythos. Wow, Manadium Brechhardt. Was zum Teufel? Okay, halber Actionfilm in dieser Karte. Und der Kartenscanner again. Ja, krass. Sehr, sehr fett. Das war unsere erste von drei Boxen. Fusionsduplizierer ist so eine gute Karte. Und dann mit diesem netten Opa drauf, wa? Der wird dann des Häufigeren gesehen von den Spielern. Das ist toll. Bisschen verstörend, aber auch toll. Kashtira Urknall haben wir. Da treffen sie aufeinander. Sehr schön. Wir haben Klick und Echo. Die sind ja super. Seeschlange-Effekt. Junge, die passen ja überhaupt nicht rein in die anderen Draws von heute. Aber gut, Yu-Gi-Oh! Hatten wir ja auch bei den letzten Displays. Es geht häufig sehr auseinander. Sehr creepy und sehr süß. Die Toon-Monster natürlich so eine Ecke für sich, ja. Der oberste König Drachenlichtgewürm. Ich liebe diese Auswüchse an seinem Kopf. Fancy Tierchen. Feuerfrei. Ja, dann sieht so aus, als wäre das ein ordentlicher Einschlag. Wow. Schreckensklaue Kashtira. Na, das ist auf jeden Fall mein Design. Psy-Effekt. Heftig. Sehr, sehr cooles Vieh. Großer Fan. Oh nein. Okay. Noch größerer Fan. Junge, sind das Waschbären, die heiraten? Was? Kreaturenanzahl von Kaiser Tanuki. Das ist ja nur geil. Ich bin Fan. Ich glaube, die Karte ist sogar besser als die Drachenkanone. Imagine, mit der gewinnst du. Fantastisch. Einfach die Waschbärenfeier. Oh. Wow, noch so ein niedliches Ding hier. Pirelli-Sprung. Aber auch mit dem Fragezeichen dabei, oder was? Man weiß nicht so richtig, was passieren wird. Kann ich die nochmal in einem anderen Licht gerade sehen? Ja, dann sieht man noch ein paar mehr Details, ne, die hier bei dem starken Geglitzer manchmal untergehen. Schöner Effekt, keine Frage. Aber so, finde ich, erkennt man doch noch ein bisschen mehr. Da steckt ja einiges drin. Nicht nur das hüpfende Tierchen vorne. Yo! Kampfflammen-Schwertkämpfer! Gibt es einen ikonischeren Helm? Ich würde sagen, selten. Selten. Der gute alte Flammenschwertkämpfer. Wenn auch hier ein bisschen anders als in der ganz alten Urvariante. Aber das ist natürlich geil. Den kennst du sogar noch, ja. Das ist wirklich ganz alte Schule. Joey Wheeler, die alte Legende. Sehr, sehr krass. Hey Chef, wir haben noch ein bisschen Glitzer. Was tun wir damit? Ja, einfach auf die Karten. Genau, dann sparen wir auch bei der Mülltrennung. Ne? Boah, da ist er nochmal. Der Drache von Licht und Finsternis. Mit dem Flammenschwertkämpfer vorneweg. Stimmt, in dem einen Set haben wir ihn nicht gezogen, wo er vorne drauf war, ne? In dieser noch etwas brutaleren Variante. Aber hier war er jetzt. Schön. Behemoth, den kenne ich auch noch. König der 100 Schlachten. Wow, aber ich habe ihn selten so cool gesehen. Da sieht er wirklich aus, als hätte er diese 100 Schlachten auch gewonnen, ne? Manticore, natürlich. Des Aufschlagens. Ich würde sagen, er macht seinem Namen alle Ehre. Dann haben wir... Was ist das für ein Titel? Der unsterbliche Bushi trauert um den sterblichen Körper. Das ist jetzt irgendein Haiku von Ghost of Tsushima, oder wie? Junge. Okay. Eisenschrott hatten wir vorhin. Und der Urknall again. Ja, cool. Also das zieht bei mir natürlich extrem. Deswegen hatten wir ja auch, hoffe ich, wir alle viel Freude mit diesen Jubiläums-Geburtstagssets. Fancy. Könnte ich mir gut als Reittier vorstellen. Tenshi ist wieder dabei. Bisschen flammend. Wir haben das UFO-Licht. Okay.
Nicht so ein großer Fan. Haben den Urknall again. Oh. Wow. Illusion-Effekt. Kornfeld-Kotel. Da steht wirklich Kornfeld, ne? Na gut. Ich glaube, das Bett sollten wir heute nicht suchen im Kornfeld, wenn wir den Kollegen da treffen. Aber das sind natürlich die Monster-Designs, auf die ich Bock habe, ne? Geil. Dann haben wir, ja, auch wieder eine Karte, die eine Geschichte erzählt, würde ich sagen. Was ist das da, ein Häschen-Graffiti an der Seite? Erhebe dich, Centurion. Wow. Fett. Heutzutage sehen die Yu-Gi-Oh!-Karten zum Teil aus wie Albencover. Was haben wir hier? Aluba. Kenne ich auch gar nicht, glaube ich. Drache-Empfänger. Sehr sick aber. Ein bisschen dunkler tatsächlich, ne? Die anderen waren jetzt ein bisschen heller. Die ist dafür dunkler, wirkt gleich völlig anders. Ganz anderes Spiel auf einmal. So ein Diva-Häschen, ja, sind wir direkt bei Overwatch. Der Fels des Bezwingers. Yo, Fels, hätte ich nicht gedacht. Fels-Link-Effekt, okay. Kommt auf jeden Fall auch sehr, sehr böse, zumal unten bei dieser Plattform gar kein Glitzer ist, ne? Aber drüber ist dann Big Eskalation. Und wir haben ein Büchlein. Okay, da wirkt es dann gleich wieder ein bisschen sehr übertrieben, oder? Hier ist das Buch. Neum. Erstmal epileptischen Anfall beim Ausspielen. Holy. Solo aus dem ersten Satz. Aha. Ja, sieht erstmal nicht so spektakulär aus, aber wenn ich da die Musiknote schon wieder sehe, dann ist es vermutlich nicht das Death Note, ja, das ist der Musiker, das könnte sein. Aber wir hatten ja auch viel mit Musik, mit den stimmlosen Stimmen und so, sind ja zum Beispiel auch Themenbereiche, die wir kennengelernt haben. Hülle des Chaos, markiert widerfahren, wir haben den unendlichen Ameisenlöwen, Alter! Nee, da will man lieber nicht runtergezogen werden. Das ist ja wie so ein alter Gott in WoW. Ich distanziere mich. Oder auch nicht. Vielleicht mache ich auch einen Kopfsprung rein. Die Manifestation und der Verhängnisstern again. Sehr schön. Und jetzt, Freunde, heißt es nochmal beleben. Denn wir sind beim letzten Pack des heutigen Openings. Und ich finde, es wurde schon sehr solide abgesahnt. Aber vielleicht geht ja noch was. Vielleicht geht noch was. Die Errichtung der neuen Welt. Ja, auf jeden Fall ist eine Menge Wasser vorhanden. Machen wir einfach einen großen öffentlichen Pool draus. Die Synchro-Welt haben wir als Zauberkarte. Wir haben Pendelermond mit einem Pendel. Wer hätte es gedacht? Ja, sympathische Dame, aber sieht nicht so aus, als würde sie uns gleich den Hals abschneiden. Das ist doch nett. Oh, fancy. Der superstarke Samurai-Mönch. Alles klar. Ja, ich meine, der hat seine Gebetsperlen dabei. Der hat hier so eine nette Waffe, wie wir es auch bei den Mönchen hatten. In Ghost, als wir gespielt haben. Aber davon abgesehen sieht er nicht so mönchsartig aus, wie ich es vielleicht gedacht hätte beim Lesen des Namens. Aber hey, muss ja auch wilde Weltraummönche geben, oder? Magieschlüssel Gottheit. Ashtartu. Ja, wieder eine Karte, die mich eher an Final Fantasy erinnert. Fee XYZ. Macht aber schon sehr fetten dafür. Auch diese, was soll es sein, Magieströme, die so ein bisschen reinblitzen. Schönes Artwork. Wir haben außerdem Hände. Okay, Hände auf einem Konzert. Zauberkarte. Ja, ich meine, da kommt das Glitzern jetzt natürlich sehr geil, ne? Also bist du auf irgendeinem K-Pop-Festival. Da kommt der Effekt natürlich böse. Geist von Jubel. Da möchte ich aber auch jubeln, ja. Den Kollegen und alles um ihn rum habe ich tatsächlich auch nicht richtig kennengelernt. Hatten wir auch mal Karten ausgepackt, ich glaube ihn aber selber nie gezogen. Aber sagt mir was, macht finde ich einen coolen, so ein bisschen dämonisch Unterwäldler, ja. Und kommt auch hier mit dem Effekt, finde ich, sehr cool rüber, aber in meinen Augen auch eine Karte, die so, ohne großes Geglitzer, auch einwandfrei funktioniert. Sehr stimmiges Design. Besser als Füße. Ja, vielleicht gibt es noch ein Gegenstück, ne? Hände in der Luft, Füße in der Luft. Waren GX, gucke. Oh, what? No way, die Elementarhelden.
Yo, wo du GX sagst, ha? Wecke deinen Elementarhelden. Kriegerfusion. Da sind einfach mehrere bei. Mit den Seifenblasen. Hieß er einfach Bubble Man? Boah, das war so meine Yu-Gi-Oh!-Zeit, wo ich langsam draußen war. Das war Elementarhelden. Und ich glaube, Cyberdrachen und so, ne? Da habe ich noch ein bisschen geschaut. Aber da hatte ich, glaube ich, auch Elementarheld Bubble Man. Genau, Ehre. Wie cool. Mehrere auf einmal hier, halbe Avengers. Das war auch die Zeit, wo Schule ein bisschen länger wurde. Und ich dann die erste von zwei Folgen immer verpasst habe und so. Und ja, das war dann nicht ganz so geil. Hat man beim Essen noch geguckt, aber hat dann auch immer weniger verstanden, ja. Und dann war ich irgendwann raus. Aber geil. Sehr, sehr cooler Draw, finde ich. Doppelangeln. Ja, wenn man nicht satt wird, oder? Der zweiköpfige Dino-König Rex. Kenne ich auch noch in einem ganz anderen Artwork. Cool. Die alten, ganz großen, jetzt wieder hier. Das fortwährende Epos von Charles. Alles klar. Und hellster, flammender, markierter König. Wie auch die Bestrafung, die kennen wir. Und die Errichtung der neuen Welt. Cool. Markiert in Central Dogmatica. Oh, der ist ja geil. Der Exaraptor. Damn, den hätte ich gern als Mount in WoW, Junge. Oder als Hunterbegleiter, ha? Huh? Let's go. Dann haben wir Schreckensklauen Krallenziehen. Halber Actionfilm wieder die Karte. Geil. Wir haben die Chaos-Sinnestäuschung. Wir haben... wow, wie war das mit halber Actionfilm? Damn, Junge, die sündhafte Beute. Ja, bei so viel Chaos auf einem Artwork, da kommt das Glitzer natürlich wieder anders fett zur Geltung. Big Fan. Wir haben außerdem den Photonenkaiser. Wow. Das ist mal eine Rüstung. Hatten wir ja einige coole Ritter jetzt gezogen, auch in letzter Zeit. Wir haben den Goldstolz-Ballroller. Der sieht nicht so aus, als hätte er besonders viele Chancen gegen die Monster, die wir bisher gezogen hätten. Aber die kleinsten werden die größten sein, oder? Wir haben Schlangenaugen-Esche, der wieder so heftig glitzert, dass ich ihn ein bisschen drehen muss, um zu erkennen, was wir da überhaupt haben. Ein Pyromonster, ein Stern. Heftig, Junge. Als Einsterner so krass abgehen. Oh! Wow! Box 3 ist ein Banger! Nein, das schwarze Magiermädchen. Oh, damn, son. Wie cool. Oh. Habe ich nie gezogen früher. Ich freue mich sehr. Was für eine wunderschöne Karte. Und wie cool mit dem Glitzereffekt. Obwohl so überladen, aber kommt, finde ich, gerade bei dem Hut nochmal anders nice. Jo. Super fresh. Geil. Gigantisches Donnerkreuz. Ja, das haben unsere Pumper hier. Bruder, du hast ein breites Donnerkreuz. Jawohl. Oh, das war ein sehr schöner Pull. Wow. Der ist mir nicht so wichtig gewesen wie die Drachenkanone. Aber schon ähnlich stark. Also Nostalgie ist, glaube ich, fast nochmal stärker beim schwarzen Magiermädchen. Aber ich habe halt diese Kanonendrachendecks immer selber gespielt, ne? Das ist irgendwie schwer. Sind so zwei Yu-Gi-Oh!-Seelen, die da in meiner Brust gerade kämpfen. Beides sehr, sehr fett. Ich würde sagen, jetzt nehme ich noch einen weißen Drachen. Und dann sind wir auch schon zufrieden, oder? Weißer Drache wäre auf jeden Fall noch nett. Der ist jetzt hier drin. Let's go. Ein zersplittertes, farbloses Reich. Schön. Die Reinkarnation der siebenten Kaiser, Arati-Hinweis, die Pendel-Evolution. Wir haben den vollaktiven Zweiköpfer. Yo, halber Final Fantasy Boss, ja? Fett. Dann haben wir was Glühendes, eine kleine Schneekugel, ja? Das ist ja wie diese Asuka-Säule oder wie sie hieß. Auf einmal ziehst du irgendeinen japanischen Schrein. Okay, I guess. Dann haben wir die Purelli-Straße. Was jetzt ja? Touristenführer gezogen oder was? Was zum Teufel? Lila Rap? In welchem Fiebertraum sind wir jetzt drin?
Was? Aber okay, I guess. What? No way. Das dunkle Magiermädchen. Again? Okay, I guess. Die kenne ich aber gar nicht. Ist das eine Old Art? Das habe ich noch nie gesehen. Wow. Wie cool, einfach doppeldunkles Magiermädchen. Wie schön die Karte ist, so ein bisschen in Action sogar. Wow. Die ist ja richtig gut. Big Fan. Wunderschöne Karte. Wow. Und der Glitzer Main. Junge, da kann ich den Namen gar nicht lesen gerade. Phantomritter der leisen Stiefel. Okay, boy. Der macht natürlich auch einen guten. Der Phantomritter. Zu dem habe ich leider keine Connection, aber nochmal dunkles Magiermädchen. Ich meine, ist kein weißer Drache. Tool, hi. Aber I take it. Chaos-Ungeheuer. Sehr evil auch. Meteorsturz Monokroid ist ja am Schachspielen. Das Doppelangeln, das hatten wir schon. Der ist fleißig am Farmen fürs Buff-Food, Junge. Nice. Ja, jetzt weiß ich, wo mein Lux-Loot-Luck ist. Was ziehen wir jetzt? Noch eine dritte? Gibt es noch ein anderes Alt-Art? Oder noch ein Magier-Mädchen, das einen anderen Hut trägt? Man weiß es nicht. Na, Doppelangeln hätten wir gerne in WoW, ja. Ich meine, wir haben jetzt doppelte Magier geangelt, ne? Mal sehen. Wer macht den letzten Booster hier zu etwas ganz Besonderem? Die letzten Karten aus dieser schönen Edition. Aber ich bin sehr happy mit meinem Puls bisher, muss ich sagen. Wir haben den Schaltkreis. Wir haben die XYZ-Angleichung. Das klingt nach etwas, was mich interessieren könnte. Wir haben Pendler Mond, hatten wir schon mal gezogen. Wir haben 100 Millionen Jahre Eisgefängnis. Sehr entspannte deutsche Übersetzung. Bis du das ausgesprochen hast, ist der Tag schon rum. Wir haben den Samurai. Jo, schön mit dieser Laterne vorne. Die ist so richtig oldschool. Und der Rest ist schon ein bisschen moderner gehalten, würde ich mal behaupten. Maschine-Effekt. Okay. Wir haben... Wow. Junge, was geht denn mit den Farben ab? Holy hell. Manadium-Vorstellungen. Die ist ja auch wunderschön wieder. Heftig. Wir haben die Magieschlüssel-Gottheit. Den hatten wir auch schon gezogen, ja. Astartu. Hat wieder so ein bisschen Final Fantasy-Vibe für mich. Wir haben außerdem... Oh! Köpfchen Rorschat. Ja, ist kein Magier-Mädchen, aber schon so ähnlich, oder? Ein bisschen Magical Girl-Feeling ist da auf jeden Fall dabei. Du, das waren hier die Magical Girly Packs heute. Was ziehen wir noch? Doremi? Hohohoho! Junge! Was bist du denn? Der Kaliber-Ladedrache. Alter, okay. Es ist kein weißer Drache, aber es ist eine ultra fette Karte. Junge, die kannst du einfach spielen und dein Gegner erkennt vor lauter Effekten und Geglitzer einfach nicht, was da abgeht. Kannst du alles mitmachen. Kannst du sagen, war die Exodia, hast du gewonnen. Was für ein heftiges Gerät. Heute ist ein bisschen Anime-Girl-Tag, ja. Wir fühlen uns aber auch so heute. Oder zum Mittwoch kann man sich mal fühlen wie so ein Magier-Mädchen. Der Tagesanbruch. Die Origami-Göttin. Ey, nein, ihre ganze Rüstung ist wirklich so gefaltet. Sogar der Mond. Das ist ja toll. Ja, da wechselt gleich der Soundtrack hier. Sehr schön, Pokémon. Die Frühlingssilfe und die Blumenknospen, siehst du, die Silfen. War ich gar nicht so weit weg mit Final hier. Das sind ja witzige Designs wieder. Okay, cool. Wow, ich bin begeistert. Das waren richtig fette Draws auf jeden Fall. Wenn ihr Bock habt auf weitere Kartenspäße, Freunde von Gates sind da immer für euch da. Auch unterm Stream verlinkt. Gerne reinschauen. Paar Drachen dabei, paar Magier, paar wilde Krieger. Da kann es einem gut gehen. Ja, und dann bedanke ich mich für die wunderbare Runde bis hierhin.